Was mir auch aufgefallen ist, das lässt sich jetzt hier durch meine Aufnahme nicht reproduzieren, weil Fraps ja die Framerate runterdrückt. Wenn ich aber hier stehe, in die Richtung gucke, habe ich, sagen wir mal, zwischen 60 und 120 FPS. Drehe ich mich in die Richtung, wo ich schon gebaut habe, droppt das auf mindestens die Hälfte. Also hier sind ziemlich viele Sachen. Das liegt nicht an Prozessen oder so, das liegt an wahrscheinlich ziemlich vielen Entities oder Blöcken oder Schatten, der berechnet werden muss, weil hier drunter ist ja alles dunkel. Wer einen schwachen Rechner hat, wird höchstwahrscheinlich ein bisschen Framerate-Probleme machen haben. Die Sichtweite wird hier im Regelfall auf 8 bis 16 empfohlen. Darunter würde ich es nicht empfehlen, da halt das Preloading von Chunks hier eine gewisse Rolle spielt in den Systemen. Und das liegt auch mit der Sichtweite oder hängt mit der Sichtweite zusammen. Ich habe schon einmal in einer Aufnahme erzählt oder erwähnt gehabt, dass als der Basti die getestet hat mit seiner, ich glaube, 6 oder 8 Blöcken Sichtweite, dass der Probleme hatte bei diesem Marathon, dass er die Checkpoints, die ich durch Beacon Block Laserstrahl hier nach oben angezeigt habe, dass halt durch die Entfernung der Checkpoints der Setblock-Befehl nicht gemacht worden ist. Und deshalb der Beacon nicht angesprungen ist. Es hat natürlich noch funktioniert, der Checkpoint, der Strahl war halt nur nicht da. Ich habe fast alle Systeme oder eigentlich auch alle Systeme so angepasst, dass es mit 8 Blöcken Sichtweite auf jeden Fall noch funktioniert. Habe es mehrmals getestet. Ich habe es sogar so getestet, dass ich teilweise ja meinen Rechner zwischenzeitlich ausgemacht habe, dass auch ja nichts geladen ist, wenn ich die Map geöffnet habe und dann diesen Z-Block-Befehl gesetzt habe. Also das habe ich alles schon ziemlich ausgeklügelt. Unter 8 Blöcken Sichtweite würde ich es nicht mehr empfehlen. Und wer da dann halt keine ja, brauchbare FPS aufweist, hat halt ein bisschen vielleicht Ruckler ab und zu. Größere Ruckler werde ich aber wahrscheinlich nicht haben. Ich hatte es ja mal bei Antiserum, dass da zum Beispiel ein Licht am Flackern war und deshalb schon bei einigen der Rechner am Abspacken war. Da hatte ich allerdings auch noch eine alte Grafikkarte. Die war mega, also es war eine GTX 260 von 2008 ungefähr war die. Da hat es bei mir noch nicht geruckelt. Das heißt, ich habe ein paar Let's Plays gesehen, da hatten Leute Probleme, weil es dann da geruckelt hat. Das sollte mit heutigen Grafikkarten hoffentlich machbar sein, zumal es bei Basti auch nicht geruckelt hat und der hat Mac und da ist es ja nochmal eine andere Geschichte. Der ist ja auch nicht super prädestiniert für Games und hat er nicht gesehen, aber ich kenne mich damit ja sowieso nicht aus und der Basti wird sich jetzt sicherlich sagen, das hat damit nichts zu tun, aber kommen wir zu den Spawn-Punkts. Ich habe lange um den heißen Brei geredet. Hier auch ein schöner 8-Bit-Sound. Und eine Terror-Nachricht. Ich schau mal eben kurz, wie lange ich mich schon verquatscht habe. 20 Minuten. Yay. Bei meiner vorigen Aufnahme habe ich 10 Minuten gebraucht, aber ich habe dann halt absichtlich jetzt hier ein bisschen länger ausgeholt, wie ihr sicherlich gemerkt habt. Wie gesagt, das ist auch eine kleine Zeigerunde. Wer übrigens jetzt in den Koordinaten, in den Kommentaren mir beantworten kann, woher er diese Rakete kennt, der kriegt dem like ich seinen Kommentar, wenn das richtig ist. Ich das mal. So.
Ja, kosmetische Dinge habe ich auch getan. Ich habe ein bisschen an alten Gebieten noch gefeilt. Ich bin mir nicht sicher. Ich werde wahrscheinlich vor dieser Folge ein Screenshot auf Facebook posten, weswegen ich das hier auch ruhig zeigen kann. Da habe ich so ein paar Werbeanzeigen wieder gemacht, hier in GBE-typischer Manier. Ja, was haben wir denn jetzt noch? Eigentlich war das so eine ziemliche Update-Runde. Ich bin jetzt gerade dabei, hier hinten weiterzubauen. Das kann ich ja mal zeigen. Und zwar die Wäscherei, die natürlich sinngemäß nicht im Keller ist, damit der Wäscheschacht am wenigsten Arbeit hat, sondern irgendwo in den obersten Stockwerken verfrachtet ist. Ach so! Ich habe NPCs ausgetauscht, dass die erstens die ganzen Golems, dass die unverwundbar sind, beziehungsweise habe ich Villager-NPCs verteilt, die auch unverwundbar sind. Die Golems, ein paar von bewegen sich. Die Villager-NPCs, die stehen alle, damit die auch nicht in Gegenden hinlaufen, wo sie nicht sollen. Bei den Golems, bei den bewegbaren Golems konnte ich es zumindest verhindern, indem ich die Räume so gestaltet habe, dass sie an bestimmten Bereichen nicht mehr weiterkommen, weil sie sich den Kopf anschlagen. Bei Villagern ist das natürlich nicht der Fall. Man kann stehende NPCs natürlich leider noch verschieben. Ich habe es hier bei den Regeln gemacht, dass man das eigentlich lassen soll. Im Endeffekt ist es mir egal, wenn man unbedingt seine Villager in Lava schubsen will oder sonst irgendwo rein, wo sie dann vom Spielgeschehen verbannt sind, kann man von mir aus machen. Das ist dann nicht mein Problem. Das ist dann genauso, als würde man jetzt zum Beispiel den Missionslog in Lava werfen oder gegen den Kaktus oder so. Wer das macht, ist halt selbst schuld. Das kann man halt nicht verhindern. Bei keiner Adventure Map. So. Ich weiß, jetzt kommen bestimmt, ja, wenn das nicht mehr im Inventar ist, lass doch einen Befehl machen, dass es wieder im Inventar geht. Das mache ich nicht. Selbst schuld ist selbst schuld. So, Wäscherei. Ja, man kommt hier durch diese Tür hier rein. Und ich bin gerade dabei, hier eine riesige Waschmaschine zu bauen. Also ich habe mich dagegen entschieden, viele hier aufzureihen, sondern eine riesengroße zu bauen. Hier der Rüttelgummischutz, dass hier die Vibration nicht ja auf das ganze Gebäude übertragen werden oder die Maschine irgendwie von den Sockeln hopst. Ich bin theoretisch relativ in den Endzügen der Story, was dem Aufbau angeht. Ich muss halt noch Sachen einbauen, die A, ich noch geplant habe für 1.8, also sprich was Slimeblöcke und Sprungsachen angeht, die man damit realisieren kann, was B-Sachen angeht, Befehle, die man in 1.7 noch nicht hat. Und ich muss halt hier noch diese Räume hier, das sind einmal hier diese Fenster rein, das sind auf der anderen Seite die zwei, das sind die zwei, dann wollte ich noch diese. Das hier ist eine Tür, die kann man dann von außen öffnen, um in ein bekannten Gebiet wieder zurückzugelangen. Das hier ist ein großer Teil, dass man immer wieder in bekannte Gebiete zurückkehrt, um halt Abkürzungen nehmen zu können oder zu einer näher gelegenen Mitarbeiterlounge zu gelangen. Habe ich jetzt? Ja, den Spawnpunkt habe ich gezeigt. Das hier muss ich halt noch anschließen. Hier ist halt das Treppenhaus, das ich anschließen muss. Den Flur, der hat was mit den Achievements zu tun. Den werde ich ganz zum Schluss irgendwie anbinden. Das heißt, hier gibt es ein Lämpchen für jedes Achievement, was man bekommen hat. Und dann kann man gucken, hat man alle bekommen. Und kann sich dann drüber freuen. Ach, ich finde diesen FXR-Shader so cool. Ja, hier muss ich anbinden noch ein paar Sachen. Dann theoretisch storymäßig
Wenn man hier was mit, was der Wäsche angeht, in Anführungszeichen, fertig hat. Also hier hätte ich noch Platz, was einzubauen. Es ist allerdings storytechnisch, könnte ich es da hinten verpflanzen. Wenn ich allerdings keinen Platz finde dafür, habe ich hier noch eine Ausmöglichkeit. Ansonsten ist das Luftraum. Und da muss ich natürlich noch die hintere Landschaft hier gestalten. Hier sind verschiedene, ja, von diesem Marathongang, den man durchgehen kann, durch die Firma sind hier halt verschiedene Lagerräume, die super alphabetisch angeordnet sind. Das hier heißt Depot oder ja, Lager halt, ne? Hier nochmal Golem-Befreiungseinheit. Und ja, da hinten fliege ich nicht hin, da ist eine kleine Überraschung. Oh, ich bin mir jetzt nicht sicher, hat man die schon gesehen? Ich glaube, die ist noch nicht aufgebaut gewesen. Wenn ja, hatte ich Reflexe wie eine Katze. Wenn nicht, und man sieht, dann ist es jetzt raus und ihr könnt mal schreiben, was ihr erkannt habt. Das war die große Zeigerunde, wahrscheinlich. Ich schau mal eben nach. Ja, wahrscheinlich gecuttet in zwei Aufnahmen. Ich hoffe, das war jetzt der Stil. Ich habe bemerkt, dass die letzten GBE-Videos weniger Views bekommen haben, weil ich wahrscheinlich ja nicht so aufregende Sachen gemacht habe. Aber ich kann mir vorstellen, ich habe jetzt hier nichts Aufregendes gemacht, aber ich habe es so, glaube ich, so ähnlich gehalten wie die momentan besser ankommenden Sachen von Basti mit seiner Strategie-Map. Also der dann halt Updates zeigt, was er gemacht hat, was er eingebaut hat, etc. Und ich denke auch dieses kleine Tutorial mit meinem Randomizer, den ich mir nicht selber auf die Kappe schreibe, wie gesagt, hat vielleicht einige auch noch zum Nachbauen inspiriert, falls er mal einen Zufallsgenerator braucht, der relativ gut funktioniert. Ich weiß allerdings nicht, was, also noch funktioniert er auch in 1.8. Weil da halt eine 35 drin ist, die ja eigentlich durch Wool ausgetauscht werden hätte sollen müssen. Täten, hätten, täten, räten. Und noch funktioniert er in 1.8 oder in den Snapshots. Ja. Deshalb werde ich erst. Was ist denn da los? Ach, da baut sich. Junkfehler. So, ich denke aber, das war's dann halt mal. Hier seht ihr, dass die Waschmaschine, ach die, doch Waschmaschine, da habe ich ein bisschen umgebaut, bevor ich aufgenommen habe. So, jetzt wollte ich noch, genau, ich wollte das Achievement zeigen oder ich habe mit der Robbefehlen ja die Achievements angepasst mit der Nachricht. Das sieht dann so aus. Und ich wollte natürlich noch die geänderten Item-Grafiken. Hier der Missionsblock, den kennt ihr ja schon. Wollen wir mal zum Spawn. So. Und zwar habe ich hier eine Kiste. Und hier sehen wir schon, hier sind ja wichtige Karten, die ich jetzt nicht alle mit dem Mauszeiger überfliege. Also wichtige Sachen wie hier die Karten, der Missionslog oder hier so USB-Sticks. Die Münze, die ist relativ wichtig und der Tennisball bzw. der Kackhaufen ist eher nicht wichtig. Aber so viel dazu. Ja, das war's soweit. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.